Welcome back to another German food review, and it's Ditch time. Ditch Bakery, known for their pretzels. And yeah, let's take a look at the bill. What is it? It's a pretzel sandwich, or two pretzel sandwiches, and €1.95 per pretzel sandwich. Bought in Bahnhof Friedrichstraße, yeah, it's a train station and a subway station. Basically in the middle from Berlin, of Berlin. Okay, and let's take a look here. Here's one. And here's the second one. And unfortunately, no cheese version available at that time. Yeah, that's why I took ham. But I don't really like ham. But yeah, let's see how it tastes. That's important. And of course, I need a thumbnail. Let's do it quick before we start here. Okay, let's do it. Okay, come. Speed up here. That looks good. Okay. And let's investigate. And let's start with the ham version. And yeah, here's a tiny pretzel. Not a lot of salt. There should be more salt on it. Without salt, pretzel is not a pretzel. And yeah, that looks strange. One slice of tomato. No butter. Why is there no butter on it? I saw butter. Look at this. There's butter, but there's no butter. Is this everything? That is strange. Okay, let's just taste it right here. Okay, it looks ugly. I mean the ham stuff here, but taste is okay. It's salty, nothing wrong. The pretzel tastes very nice. Yeah, I like pretzel, but more salt. I want more salt. And no calories available. Yeah, I couldn't find the calories for this product here. Oh, the pretzel is very nice. Oh, it's very, smooth. Oh, feels really nice. One more bite from this and then the other one. Yeah, it's not really dry, but with more butter, it would be better, but more calories, yeah. The calories for this one, I guess, 400, maybe, yeah, 400, I would say. And for this one, it's a little bit more, I think, because it is salami, as you can see, a lot of fat. Okay, one slice of tomato, no butter on the top. Three slices of salami and parsley. No, it's lettuce. Okay, it's lettuce. Interesting. There's a little bit of butter. Let me try this butter here. Yeah, tastes like butter. It's not really salty. Also not a lot of salt. Yeah, more salt, Ditch, more salt. Right here. Oh. Nice.
This one is good. This one is better because I love salami. And salami and nice pretzel flavor. Wow. Yeah, a little bit more butter. Just a little bit more salt, and this would be a perfect pretzel sandwich. And I really love this consistency of this pretzel. Yeah, it's not dry at all. It's just nice. One more bite right here. Very intense salami, very nice pretzel flavor. Yeah, as comparison, one bite from this one right here. Oh. My favorite is this one, but it is, this thing here is not wrong also. This one is just better, yeah. But maybe if you love ham, this one would be better for you. But I prefer salami. Pretzels, awesome. Awesome stuff, yeah. €1.95. Not that cheap. But yeah, it's in train station. Okay, rating for this one. For the salami pretzel one, definitely 110%. It's just a pleasure to bite in that pretzel. And then that kicks the salami flavor in and oh. this one here sums up 100%. It's not bad. The pretzel is as good as this one, but yeah, I just prefer salami over ham. Nothing more. But both are very good. Okay. Thanks for watching. I continue in German. Wow, I'm sorry. So, heute gibt's hier wieder mal etwas von Ditch. Und zwar aus dem Bahnhof Friedrichstraße. Genau in der Mitte von Berlin, so ziemlich. Und es sind Brezel-Sandwiches mit 4021, alles klar. Kostet 1,95 €. Und ja, das ist schon relativ teuer. Es ist bloß eine kleine Brezel. Und ja, aber es ist halt ein Bahnhof. So. Ich weiß nicht, ob das woanders günstiger ist. Okay, das ist einmal mit Schinken und einmal mit Salami. Leider gab es keinen Käse, sonst hätte ich Käse anstatt von Salami genommen. Quatsch! Anstatt von Schinken. Salami, super. Und ja, dann werde ich euch das mal zeigen. Oben ist keine Butter drauf. Aber erstmal guckt euch mal diese schöne Brezel hier an. Und die sind ganz weich und glatt. Und da ist zu wenig Salz drauf, leider. Ja, ich weiß nicht, was da falsch läuft bei Ditch. Da muss mehr Salz drauf, Ditch. Mehr Salz. Okay. Dann ist eine Scheibe Salami, nein, Tomate drauf, keine Butter oben. Was ist das hier? Ein Krümelbutter. Und dann ist da Schinken drauf. Und ich bin nicht wirklich kein Freund von Schinken, aber es schmeckt gut. Schmeckt salzig und ist nicht irgendwie eklig oder so. Kann man schon essen, wenn man Schinken mag. Oh, jetzt geht die Heizung hier an. Eine Sekunde. Okay, ja, die Therme ist ungefähr einen Meter entfernt. Wo waren wir stehen geblieben? Einfach mal essen hier. Seht ihr, schön Schinken und ich werde mal genau hier reinbeißen. Oh, die Brezel schmeckt super. Die schmeckt richtig lecker. Ja. Kein Vergleich zu Supermarktbrezeln. Hier ist irgendwie, ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber die hat so einen Geschmack an sich. Einfach super. Ist auch nicht trocken. Allerdings muss man schon etwas kauen, aber es ist nicht wirklich trocken. Okay, dann dasselbe nochmal.
Hier eine schöne Brezel, mehr Salz bitte. Und, fällt alles auseinander. 3 Scheiben Salami, schön zusammengefaltet. Und ich dachte, es wäre Petersilie, ist es aber nicht. Das ist Salat. Und hier seht ihr noch die Tomate. Und guckt mal, Burger King, es gibt auch Tomaten, die frisch sind und die trotzdem nicht so wässrig sind. Ja. Und unten ist noch eine Brezel und etwas Butter, kann man das sehen. Mal schauen, da, ja, so sollte es sein. Okay, dann werden wir mal das Ding verkosten. Schwupp. Genau hier. Ja, das ist super. Oh, Brezeln allgemein sind super. Brezeln sind einfach, ja, sehr lecker. Die Salami hier ist sehr intensiv. Schmeckt man raus. Erst kommt Brezelgeschmack, richtig schöner, weicher Brezelgeschmack und dann boom, kommt Salami, sehr lecker. Ja, Ditch-Produkte sind meistens sehr gut. Also sie schmecken zumindest gut, gesund sind sie auf jeden Fall nicht. Wenn man den zuerst essen würde und dann den, schmeckt man von dem hier gar nichts mehr, weil die Salami so intensiv ist. Ja, werdet ihr auch gleich im Rating sehen. Das hier ist wirklich gut. Ich bin mal auf den Käse gespannt. Kalorien habe ich dafür keine gefunden. Würde ich schätzen auf 400, die Salami eventuell ein bisschen mehr. Also eine Butterbrezel hat über 300. Hier ist allerdings noch Fleisch drauf, so, das würde ein bisschen mehr sein. Ich muss das letzte Stück noch essen. Ja, ist schon ganz schön teuer, aber wenn ihr mal einen Ditch seht und ihr wollt eine wirklich schöne Brezel essen und ihr erwischt einen guten Mitarbeiter, der es schön gemacht hat, mit richtig Salz und so, dann solltet ihr das auf jeden Fall testen. Mmh. Mmh. Ditch ist super. Ja. So, erstmal kurz runterschlucken. Alles klar. Die Schinkenbrezel bekommt 100%. Damit ist absolut nichts falsch. Wenn man Schinken mag, dann wird man das Ding wahrscheinlich lieben. Die Brezel schmeckt genauso gut wie die andere. Aber ich bin nicht so der Freund von Schinken. Und deshalb bekommt es 100%. Wenn es das einzige Produkt wäre, was noch zu kaufen wäre, würde ich es trotzdem kaufen. Ja, das ist gut. Und die andere Brezel bekommt ja 110% mindestens. Die Salami hat sehr gut geschmeckt, die Brezel hat auch gut geschmeckt. Und insgesamt funktioniert das so. Ja. Jetzt bin ich voll. Alles klar. Wie gesagt, wenn ihr einen Ditch seht, testet das mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.